Es ist Zeit, den Gasgrill von Schickling aufzubauen. Heute die Brennerrohre. Wir liefern euch dafür die passende Anzahl an Brennern, Schrauben und Hutmuttern. Was ihr zu Hause haben müsst, ist einmal der 3er Imbus und der 8er Schlüssel. Wenn ihr den Grillkorpus aufgebaut habt, dann könnt ihr anfangen, die Brennerrohre einzusetzen. Die Öffnung des Brennerrohrs muss über den Gashahn gesteckt werden. Das machen wir folgendermaßen. Wir nehmen den Brenner, führen den schräg ein und setzen den so rein. Dieses Einsetzen machen wir jetzt mit allen vier Brennern und danach schrauben wir sie fest. Seid dabei auf jeden Fall nicht zimperlich, also das Material hält auf jeden Fall richtig viel aus und es kann auch passieren, dass an der Rückwand dann ein Kratzer entsteht, aber ich würde sagen, nach dem ersten Grillen werdet ihr davon nichts mehr sehen. Zum Anschrauben der Brenner nehmen wir die M5x8 Linsenkopfschraube und die Hutmutter. Die M5x8 Schraube wird von hinten in den Grill reingesteckt, der Brenner aufgesetzt und dann die Hutmutter darauf befestigt. Das Ganze macht ihr dann hier bei vier Brennern und beim kleinen Gasgrill bei drei Brennern. Jetzt kommt euer Werkzeug ins Spiel und ihr müsst die Brenner nochmal richtig stramm anziehen. Und ein wichtiger Tipp noch, bevor ihr die fest anzieht, die Brenner müssen ausgerichtet werden. Ihr könnt diese nämlich jetzt hier gerade in Waage ausrichten. Also achtet darauf, dass die Brenner gerade ausgerichtet sind und wirklich fest angezogen sind. Wie alles, das am Grill glänzt, sind auch die Brenner, die Aufhängungen, die Schrauben, die Muttern aus feinstem Edelstahl. Und so können wir gewährleisten, dass ihr auch mit diesem Grill jahrelang Spaß habt. Alles, was lange halten soll, muss natürlich auch gepflegt werden. Und genau deswegen zeigen wir euch jetzt, wie man die Brenner auch wieder rausnimmt. Dazu lösen wir wieder die Schrauben. Und dann nehmen wir den losen Brenner, genauso wie wir ihn reingesetzt haben. Ziehen wir ihn raus, heben ihn nach oben an, dass er hier mehr Luft hat. Ziehen ihn seitlich weg und zack, schon haben wir ihn raus. Und um ihn zu reinigen, nehmt ihr eine schmale Brennerbürste, führt ihn hier oben ein, bürstet es schön aus, kippt die Überreste aus und jetzt wisst ihr, wie wir die Brenner einbauen, wie wir die Brenner ausbauen und wie wir die Brenner reinigen. Das war's mit diesem kurzen Video. Ihr habt noch Fragen, schreibt es in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.